Und dass mir das jetzt erst auffällt. Irgendwie sämtliche Kanten, an die du ranspringen kannst, wurden weiß angemalt. Es ist mir eigentlich erst durch so ein Video von, ich glaube, Gemology, die hier so eine Videoserie dazu haben. Ich verlinke das Video auch nochmal. Ich glaube, das war sogar zur Review von Rise of the Tomb Raider. Davor ist mir das nie aufgefallen, dass alle Kanten, an die du ran kannst, weiß angemalt sind. Es ist auch super, dass das Ding so unter Lara zusammenbricht. Weiter! Weiter! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ach du Kacke! Das nenne ich mal knapp. Und für alle, die sich jetzt fragen, warum kommentierst du so scheiße, Nina? Es ist schon relativ schwierig, gut zu kommentieren, wenn du ein Spiel schon locker irgendwie 20 Mal an- oder durchgespielt hast. Deswegen war ja damals mein Let's Play, was ich mittlerweile auch runtergenommen habe, so unglaublich scheiße. Sam's... Fail. Sie wollte sagen, Sam's Tasche. Oh lol, sie macht die Tasche gar nicht auf. Das nenne ich mal Fail. Sam? Rod? Hört mich irgendjemand? Ich muss sie finden. Folgen Sie der Spur der Überlebenden. Lebenszeichen. Es ist auch toll, dass... Eigentlich hätte sie das geschafft. Hätte sie sich sofort hochgezogen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es mit dieser Wunde schon relativ kompliziert wird, sich irgendwo hochzuziehen. Ah, hier ist das Ding. Das mache ich dann gleich mal, wenn wir den Bogen haben. Einfach nur, um dem Let's Artifact ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Sie verlassen aus. Wenigstens haben wir in dem Let's Play jetzt den Bug mit dem Feuer nicht. Hört mich irgendjemand? Bitte antworten. Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören.
Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme, Lara? Ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitmer. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Ein Zehner. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman. Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktor. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komme mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Frag ich mich jedes Mal aufs Neue. Umsetzen. Ich muss etwas zu essen finden. Frau gegen Wildnis, suchen Sie nach Nahrung. Wir brauchen erstmal unser kleines Bogen-Dingens da. Ich wollte gerade irgendeinen Witz reißen. Armer Kerl. Na, der tut mir auch leid. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Hier können wir erstmal schon mal Pfeile einsacken. Können wir ja gleich gebrauchen. Hui! Ich schaff das. Komm. Geil, first try. Professorischer Langbogen. Mal sehen, ob das Ding noch funktioniert. Erinnere dich an das, was du von Roth gelernt hast. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Bevor wir da unten... Lara. Dieser Hunger. Ich muss etwas zu essen finden. Was war denn das jetzt? Ich glaube ja, das war ein Bug. Da verstehe ich ja Laras Logik immer absolut nicht. Wir sind Haufen Bären und du bist ein scheiß Hirsch. Oder ein Reh? Ich weiß es nicht. Wo ist denn das Vieh? Ich hatte es doch jetzt eben angeschossen. Nee, das war es auf keinen Fall. Da unten ist es. So geht's natürlich auch. Und das Vieh da hinten ist es auch.
Dann gehen wir erstmal an das ran. Entschuldige. Kehren Sie mit dem Fleisch zurück ins Lager. Aber bevor wir das machen... Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Landschaft und Sterne, es klingt voll so, als wäre Rob voll der... Dingens und so. Mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Vielleicht fällt es mir beim Kassen ein. Oh, wir haben den ersten Geocache, wollte ich gerade noch sagen. So. Geisterjägerin. Ich weiß, dass hier müsste noch einer sein irgendwo. Im anderen Gebiet drüben weiß ich in etwa, wo die alle sind. Aber hier weiß ich nur, wo zwei sind. Bevor wir zurückgehen zum Lager... hole ich erstmal das Buch hier.